Okay, so, ich chill mich in die Ecke. Ich hoffe, ich kipp nicht um. So, bis ja, mach gleich. Nö, wusste ich alles gut. So. Und damit herzlich willkommen zum Let's Play. Wir machen noch ein bisschen Relikte auf, nebenbei. Haben ein ganz tolles Thema. Nüsse, finde ich klasse. Wer liegt denn hier? Ich hab's hier schon. Hast schon aufgehoben, okay. Langsam nehmen die Gegner hier überhand. Na, ja, kriegen wir schon hin. Oh, die Ulti nochmal ziehen, zack. So ein komischer Hund liegt schon wieder. Was ist denn ein Bäuerchen? Ich glaube, haben wir's. Seinen Hund habe ich mal wieder vom Boden geholt. Ja. Ich bleib mal hier stehen, damit sie nicht ständig umfällt. Hm. Ist wie ja nur. Da liegt wieder irgendwas rum hier. Ja, so komischer Hund. Er kriegt's gar nicht mit. Nee, so. Ich hab mich schnell aufgehoben. Also dein Hund hast du auch nicht richtig erzogen, ne? Nee, ich muss mir gerade 6 betrunkene Leute auf einmal anhören. Würde ich mir gar nicht antun. Oh doch, doch, das ist lustig mit denen. Die laufen Cap Raids und immer wenn sie sterben, müssen sie einen Shot trinken. Oh. Ehrlich. Jetzt wollten nee. Die mich mit ins. Die wollten mich jetzt mit ins Boot tun und ich hab gesagt so, Leute, ich bin gerade im Warframe. Halt. Mhm. Das ist so anstrengend. Ich will keine 8 Stunden im Raid sitzen. So, bin wieder da. Ja, ich hab mich mal so vor dich hingestellt, so ein bisschen. Das ist lieb von dir. Steine in der Brandung. Ja, alles Selbstschutz, weißt du doch. Maximal Geschwindigkeit hier nur. Nein, du musst sie ja. Wir haben ja Lemmy war aufgehoben. Ja nicht da gewesen, wo ich ja meinen bestimmten Satz losgelassen habe. Ja. Ah, das wolltest du ja in der Aufnahme hören. Oha. Richtig. Oha. Dann ist sie gezwungen, ihre eigenen Folgen anzugucken, komplett. Ich muss mir die Uhrzeit aufschreiben, warte. Nein, das ist schon Mensch. Gut, dass bei dir die Serien erst nach 21 Uhr kommen. Ja, so, warte. Oh nein. Oh, da bin ich umgekippt. Jetzt, weil ich jetzt aufgeschrieben habe, sorry. Ey, ich hab ne Ausfälle. Warte, wo bist du denn? Ja, warte, bleib liegen, ich komm. Ich hab gedacht, ich ich seh schon. Du hast da was vorbereitet, du siehst schon. Hier muss jeder arbeiten. Ich hab auch extra meine Hasenöhrchen aufgesetzt, damit das auch noch cooler wirkt mit der Pose, weißt du? Ja, das sah viel besser aus, eindeutig. Ja. So, jetzt drücke ich auch mal zwischendurch die 2, damit ich auch mal was tue für mein Geld. Ich habe eine Idee. Nein. So, wir machen jetzt ein Quiz, nein. Okay? Oh Gott. Ich mache jetzt Scheiße. Von... Psst, Ruhe. Ich mache jetzt von Animes und Serien von früher, ja, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ja. Mache ich jetzt Lieder nach und... Ihr müsst raten und wer zuerst geraten hat. Du meinst okay. Die Openings. Genau, die Openings oder auch Endings, scheißegal. Aber wenn es erraten ist, ja, dann derjenige, der darf dann als nächstes eins vormachen. Okay? Ihr seid alle älter als ich, das ist gottlos. Das ist lustig. Oh Gott. Okay. Fang an, pass auf. Ich bin gespannt. Aber es zählt auch, wenn man nur Geräusche macht, also nur so summt, das ist auch okay. Summen. Ihr müsst nicht unbedingt den Text kennen, ja? Aber gut, pass auf. Dum, dum, du, 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 dum, du, 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 Räuber, Diebe, du, 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 sind auf Ganoventur, doch zwei ganz du, 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 Liebe, du, 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 dum, sind schon auf ihrer Spur, ist der Fall auch schwer. Der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Weiß wer, ich komme nicht drauf wie... Schiffer, Schiffer, Ritter des Lichts. Es hat aber gedauert, lol, ey.
Ah, ich bin der Held, ja. Okay, du darfst. Jetzt wird's lustig, weil du kennst die Neuen. Und die kennen wir nicht. Du musst mich nicht komplett zum Affen machen. Ja. Gummibären hüpfen hier und dort und ja, überall. Ja, ey, du, aber du musst schon am Anfang anfangen, damit wir auch schwer haben. Ja. Okay, warte. Wer wohnt in der Ananas? Dann ist hier mehr. Dim. Ja, SpongeBob. Jetzt, warum sagt das denn keiner? Ihr wisst das doch auch. Warum auch? Ja, ich wusste, dass es nichts bringt. Ihr seid fies. Ja. Es hätte ein lustiges Spiel werden können. So, aber ich mache jetzt trotzdem noch eins. Mal gucken. One Piece. Gewonnen. Jetzt hat sie fertig. Ja, pass auf. Jetzt gehen wir alle nach Hause, ganz schnell. Tschüss, beendet. Aufnahme 5 Minuten. So, warte mal. Wie ging das? Ich muss mal überlegen. Du hast längst gemerkt, es ist noch lange nicht vorbei. Du weißt noch nicht, was kommen wird. Sei bereit. Dir lebt ein Traum, aus dem du jetzt erwachst. Es wird nicht leicht, doch du weißt, dass du es schaffst. Durch die Wolken dringt dein Licht, der Himmel wird klar. Du erkennst das Zeichen, nichts ist mehr so, wie es früher war. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Also, deine Zeit ich weiß, ich kenn's, aber ich weiß den Namen nicht. Der Tag ist nicht mehr weit. Was dich stärker macht, bringt dich voran. Du hast es fast geschafft. Du bist so Mann, wir sind bei dir. Und eines verleiht uns die Macht. Und? Also, ich kenn's, aber ich weiß den Namen nicht. Dragon Ball! Dragon Ball, Junge! Dragon Ball, ja. Ah, ist nicht mein Favorite, aber ich kannte es auf jeden Fall. Okay. Ah, scheiße. Aber René wusste das, du hast es nur nicht gesagt. Ja, genau. Sherlock. Warum, Junge, warum? Warum tust du mir das an? Du machst Schande über meine Familie. Hä? Ah, okay. Weiß nicht. Oh, der Former. Ja, ne? Wie gut das macht. Ich bin Former. Ich komm mit dem Team Former. So. Dann ist dir, was ich jetzt verfolge. Warte, wir können ja über Serien und so reden, die jeder kennt. So. Kennt ihr alle One Piece? Was ist eure Meinung dazu? Ich habe das nicht so geschaut, also ich habe den Anfang am Anfang geschaut. Aus dem Discord, raus. Aber das Ding war halt, ich fand's, also jetzt hate mich nicht, aber ich fand's irgendwann langweilig. Und deswegen habe ich es nicht mehr geschaut. Die Grundgeschichte ist nicht schlecht, aber ja. Wenn die manchmal so rumquietschen und rumschreien, da möchte ich doch manchmal schon den Fernseher ausmachen. Ganz ehrlich, das ist... Also für mich war das halt... Ich hab's am Anfang gern geschaut und dann wurde es mir zu langwierig. Aber das war mit Naruto auch so und mit Dragon Ball auch so. Das war dann immer nur, Shot von unten, Shot von links, Shot von rechts. Dann wurde der Gegner nochmal viermal gezeigt. Von unten, von links, von oben, von rechts. Das ist aber in Shonen Animes wie Naruto und Dragon Ball und so normal. Ja, aber das Shonen. Ist ultra langweilig. Ich mochte es gar nicht. Aber ich muss sagen, wenn du Naruto beim Kochen zuguckst, dann geht die Zeit schnell rum. Also ja, doch. Ja, machst dann immer Ishiramos Nudelsuppulvers. Ja. Ah, ihr seid alle. Okay, Darling in the Franxx, kennt ihr das? Oh. Nein. Worum geht's da? Das ist so ein Mecha-Anime, also das ist so, zwei Leute steuern einen Roboter, ein Weibchen, ein Junge, anders geht's nicht und der ist eigentlich relativ gut. Okay. Kennst du Evangelion? Habe ich mal vor langer Zeit gesehen, sagt mir gar nichts mehr. Sowas ähnliches. Aha. Kennst du Shin-Chan? Nein. Echt nein. Nicht? Nein. Shin-Chan? Oh mein Gott! Ach, das kenne ich. Dieser Junge, das müsste euch gefallen. Eigentlich, es müsste euch gefallen. Das ist so ein kleiner Junge, der ist ultra pervers. Und seine Mama, die nennt er immer Mopsi. Und, der macht nur Scheiße den ganzen Tag. Und macht seiner Mutter nur Sorgen und so, und ist halt übel auch witzig gemacht. Und
Dann macht sie mal Anime-Puppen. Dann macht sie mal Zwiebelquetsche bei ihm. Genau, das haben wir zu Hause. Das habe ich bei meiner Mutter auch geschafft. Also ich fand den Anime sehr nice, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, das habe ich immer geguckt. Es ist interessant, Lemmy, deine Vorlieben so rauszufinden. Weil doch, ja. So kleine Jungs. Kleine perverse Jungs, jetzt haben wir's. Ja, hör mal, also. Wenn ihr ein Date mit Lemmy wollt, meldet euch jetzt kleine perverse Jungs in die Kommentare. Ja. So. Uff. Pass auf, ey. Am Ende rastet's noch richtig aus. Was denkst du denn? Nein, aber wirklich, also, das ist eine gute Serie. Und, kennt ihr Ranma? Ja. Ranma 1/2. Das war eine schöne Serie, oder? Das war schön. Also, erkläre ich dir gerade Serie mit Animes? Ey. Ja, alles. Ey. Also so Serien, Animes, so alles so Cartoon-mäßige. Cartoon, Anime, sowas alles. So, mein Relikt ist offen. Ja. Meins auch. Direkt open. Inuyasha kennt ihr aber, oder? Ja. Yep. Ja. Lesen etwas. Oder kennt ihr Gundam? Nein, das kenne ich nicht. Ist es das mit den Vampiren? Nein, Gundam. Double O Gundam. Nee. Ich glaub, sagt mir nix. Sagt mir auch nicht, ne? Kann es ja auch nicht, ist nicht hier in Discord, ne? Ja, Pokémon kennen wir wohl alle, ne? Also. Was ist das? Ist das Digimon für Anfänger? Oha. Lauf, Junge. Lauf, Boris, lauf. Ja, das Leben ist wie eine Pralinen-Schachtel, man weiß nie, was man kriegt. Bis man auf Fresse kriegt, dann weiß man schon. Boah, aber Digimon war, fand ich heftiger als Pokémon. Ja, also. Fand ich auch, aber ich fand den Hype um Pokémon cooler. Weil es gab ja auch von Digimon keine Spiele oder sowas, so Gameboy, die du so... Natürlich. Aber nicht so. Das war was anderes. Es war nicht so. Ja, aber die Spiele von Digimon... Im Vergleich zu Pokémon war das kacke. Die hätten es besser machen können. Genau das. Und es war nicht so... Also, vor allen Dingen, dann war ja auch dieses Link-Kabel später da, wo du Pokémon tauschen konntest mit dem Gameboy. Und da war ich dabei, weißt du? Da haben sie mich abgeholt und ja. Dann. Welchen Anime konntet ihr noch kennen? Imazuma 11? Okay, das ist mehr Fußball. Das, ja. Ah, doch, warte mal, das sagt mir was, aber ich glaube, meine Schwester hat das geschaut. Ist das hier mit diesem. Ah. Oh, wie heißt dieser Captain nochmal? Ah, der mit diesem komischen, der zu haben wie Son Goku oder was? Also wenn du Captain Tsubasa meinst, ja, ist es ein anderer. Ja, das meinte ich. Ah, okay, hätte ja sein können. Nein, das ist nicht. Also mal 11, da hatten die so Fähigkeiten, so... Ich kann eine goldene Hand erschaffen und halt jeden Ball und so einen Scheiß, ne? Okay. Mensch. Ja. Als Kind war das heftig. Ja. Wolltest du direkt auch machen, oder? Er hat mich im Tor gestellt, hat meine Hand so gehalten und den Hand gebrochen. Das wäre... Ehrlich? Perfekt. Ehrlich? Boah, nichts gegen dicke Leute. Ich hab nichts gehört. Man hat nichts gehört. Man hat nichts gehört. Ich hab gesagt... Leute. Ja, wir hatten immer einen dickeren Torwart. Der stand immer im Tor. Achso. Ich nicht. Okay. Ich hab geschossen. Freut. Alles gut. Ja, ich war auch immer die Dicke, die im Tor stand. Ich habe öfter mal auch den Ball in die Fresse gekriegt. War lustig, bis ich geblutet habe, wie so ein abgestochenes Schwein. Das geht schnell, ne? Ja. War klar, dass Phil das lustig finde. Ja, Schadenfreude ist halt immer noch die beste. Ja, Schadenfreude, schönste Freude, ne? Bis man selber abbricht und alle lachen und du ins Krankenhaus musst, ja. Egal. So. Ja, so war das. Ja, nee, was war deine Kindheit mit Serien? Serien? Was ich sehr gerne geguckt habe, waren allerhöchstens so das A-Team, Knight Rider. Ah ja, Knight Rider habe ich auch gerne geschaut. Ja, ja. Oder kennt ihr noch die? Ich muss sagen, ja. Boah, ich will nicht wissen, ob ihr das kennt, weil das vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich will die Serie wieder schauen. Da gab es so einen Typen, seine Frau war tot und der hatte eine Pistole, die ist Lexi.
Kennt ihr das? Das lief immer nach Nightmare oder davor. Ich weiß es nicht. Der Name hat mich abgeholt von der Pistole. Ja. Die Serie sagt mir was, aber ich komme nicht auf den Namen. Ja, ich auch nicht. Sledgehammer meinst du jetzt aber nicht? Sledgehammer? Nein. Das ist nicht so. Nein. Nein. Gut. Das ist eine Spielerentwicklerfirma. Sledgehammer Games. Nein. Ja, aber von dem gab es einen Film. Genau. Oder höchstens die Serie. Ich habe früher Xena geschaut. Der hat ja auch eine Kanone gehabt. Mit der Kanone hat er ja auch geredet andauernd. Ja, genau. Genau. Der war immer so ein bisschen überkandidelt, ein bisschen übereifrig. Der hat immer gleich alles zerschunden. Ich habe früher auch The Crow geschaut. Hast du das auch geschaut, René? Was nochmal? The Crow. Die Krähe. Ja, die Krähe. Und hier, der Gerät, wie heißt das? Herkules und Xena. Ja. Hab ich auch geschaut. Aber ich hab mehr Xena geguckt als... Ja, ich auch. Herkules. Herkules, also ich weiß nicht, Arnold Schwarzenegger hat mich nicht so überzeugt. Und was würde ich noch sagen hier? Cat Dog. Kennt ihr Cat Dog und Tex Avery Show? Anscheinend nicht. Okay. Nein. Wild. Lief immer auf Super RTL. War weiß ich jetzt mega gar lustig. Nicht. Natürlich. Ich kann es jetzt nicht sagen. Kann sein, ich das kenne, kann auch wieder nicht sein. Das war hier so ein Wilden Westen-Ding hier, Tex Avery Show. Und da war immer so eine, die war so eine richtig hübsche, die hatte immer weiße Cowboy-Klamotten an. Da war immer dieser Tex Avery, der sich immer so an sie rangemacht hat oder was. Weiß ich nicht. So, zwischendurch waren da halt noch andere. Oh, jetzt habe ich mich mal hingelegt. Warum eigentlich? Na, schlafen ist noch nicht. Mit dem Hund retten. Was ich immer ganz amüsant gefunden habe, war Lucky Luke zum Beispiel, der Zeichentrickfilm. Oh ja. Ja. War immer ganz interessant. Oder der Film. Der Film ja. Ja. Die Serien habe ich immer ganz gerne geschaut. Lucky Luke. Aber was ich sehr viel gesuchtet habe, also geguckt habe, war Spencer und Tenzel. Oh ja, vier Fäuste für ein Halleluja fällt mir da als Brandy ein. Das haben wir auch viel geschaut, ja. Oh, oder auch... Ist das mit Banana Joe und so, oder? Ja, genau. Ja. Ah, guck, ich kenne mich aus. Was mir sehr gefallen hat, war der eine Film Bud Spencer, wo der außerirdische Junge dabei war. Genau. Boah, das weiß ich gar nicht der mehr. War irgendwie genial. Aber davon gab es zwei Teile. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wo die da auf dem Schiff den Leuten die Fresse poliert haben. Wie waren das? Da habe ich noch gute Erinnerungen. Die Western, was sie gemacht haben, Bud Spencer und Terence Hill, die waren ja mal legendär mit ihrem Bohnen und Zeug und ihrer Pfanne und Essen. Ja. Das war ja schon immer herrlich. Wo er die rechte Hand und die linke Hand des Teufels. Ja. Und was ich auch geschaut habe, war immer Jackie Chan Filme. Kennt ihr die? Ja. Ja, die kenne ich auch. Oder hier dieser Besoffene, ja. Wo er diesen Besoffenen gespielt hat, dieser eine, der Alte. Das war immer lustig. Da hat er doch diese Besoffenen-Technik gelernt. Ey, ich habe mich schon wieder hingelegt, ne? Ja, habe ich gesehen. Warte, ich helfe dir. Ich helfe dir. Oder auch Glaskanone. Nicht. Ich helfe ihr schon. Du machst okay. Sie kriegt von mir ein Händchen, wo sie sich festhalten kann. Wunderbärchen, hör mal. Dankeschön. Ja, wenn es nur die Hand ist. Naja, nach Stöckern greife ich nicht gern. Die brechen, wenn man zu doll zieht. Ja. So. Aber ich würde nicht so sehr an der Hand ziehen, nicht, dass er noch einfahren lässt, du. Sie war an meinem Finger, oder was? Der Auslöser. Oder was hochgeht, ne? Oder so. Nicht so viel Druck aufbauen. Wenn er schon so mit zusammengeknüpften Arschbacken so auf dich zuläuft, weißt du, und dir die Hand hinhält. Einfach so neidisch bleibt. Zieh mal. Geh einfach. Der Stift könnte schon malen, ja. Ja, und dabei noch ein großes Grinsen und sagt, zieh mal.
Ganz schlimm ist nachher, wenn er einen dann anguckt, was hast du denn jetzt gemacht? Was ist denn hier los? Ja, riech mal, vielleicht hast du eingekackt. Einfach eingeschissen, hör mal. Oh Mann. Ja, ich schon wieder eine Kommunikation. Hier rum. Also, wer jetzt den Boden gerade auf? Wieso? Ja, der muss sich auch mal ausruhen. Wenn sich Lemmy die ganze Zeit hinlegt, das hat er sich abgeguckt bei ihr. Ja, genau. Das Herrchen macht immer, der Hund macht ja immer ein Herrchen immer nach, ist richtig. Aber ist wirklich so, die Hunde kupfern einen ab. Unser kleiner Hund, wir haben so einen kleinen Yorkie-Mischling. Wenn der sich hinlegt und fängt der an zu schnarchen, aber genau wie ich, der zieht so richtig lang. Da denkst du, der Sektenwald am Aber richtig Hammer, du. Hast du schon wieder Bäume am Fällen? Aber richtig. Aber wir haben noch keinen heftigen Loot aus den Relikten bekommen. Relikte sind absolut für den Arsch, ey. Tja, ja. Du hast dich halt schon Relikte mitgebracht. Ja. Aber wirklich klar. Nee, so richtig krass war es jetzt noch nicht, das stimmt, aber ist egal. Ich hab Former, das reicht mir. Bin begnügsam jetzt zur Zeit. Ich hab Spaß. Ah. Bergungskult schon genug mitgenommen. So ein komischer Hase ist neben mir gerade vorbeigelaufen. Ich hab ihn ein bisschen gehoppelt. Ist ja schlimm. Nur für dich, Blut. Das dachte ich mir. Schon wieder. Was er jetzt die ganze Woche nachholen, wo sie nicht da war. Ja. Ja, ja. Hippetis, hoppetis. Kennt ihr die South Park-Folge mit dem Kaninchen, was der Papst ist? Schneeball? Boah, ich hab das gar South Park. South Park mag ich nicht. Hippetis. Ja, mein South Park mag ich nicht. Ich mochte nur das Handtuch bei South Park. Dings hier, mein Ex-Freund, mein Nachbar, der schaut das immer und ich wurde dann gezwungen und irgendwann habe ich Liebe dafür entwickelt. Ich weiß auch nicht warum. Es ist wild, wenn du gezwungen bist, das zu schauen, irgendwann, ich glaube, das ist Selbstschutz. Das hört sich so an wie das Stockholm-Syndrom, weißt du, wenn du dich an deinen Entführer verliebst, so ungefähr. Ja, ist echt so. Ja, gibt's so. Und er hat auch BoJack Horseman geschaut und so, das habe ich aber nicht, also da konnte ich machen, was ich wollte, ich hasse es immer noch. American Dad habe ich damals viel geguckt. Ja, das war der Wii Shit. Oh mein Gott, ich hasse das auch immer noch. Oder ganz schlimmer Horrorfilm. Ganz schlimmer Horrorfilm ist Biene Maya. Das guckt der Kleine immer von meiner Freundin, die Schwester. Nein, jetzt mal ernst. Ich finde den Film richtig süß. Jetzt mal ernsthaft. Den Original, den alten Film. Richtig süß gemacht. War das nicht auch eine Serie? Maya, wir müssen nach Honig. Ja, da gab es noch auf Kassette. Ja, nee, ich meinte wirklich den Original, den alten Film. Aber da gab's mehrere. Ich hatte die auch auf Kassette, mehrere Filme. Ich meine, das war wie eine Serie aufgebaut. Ja, das gab mehrere Serien davon, mehrere Teile, das stimmt. Wie Lilliput, Oh ja, in einem Land vor unserer Zeit, Mann. Ja. Also ich bin ein paar Gott damals gesungen. Petri. Hera, Ducky, Spike. Ja. Und die Schafzähne darfst du nicht vergessen. Ja. Gute Schafzorn. Geht's ja auch noch weiter oder kommen wir noch Gegner? Ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Die haben keine Lust mehr. Die haben zu viel Scheiße gebaut. Das wird Zeit. Die haben das Spiel kaputt gemacht. Ich such mal rum, ob ich irgendwo einen Gegner finde, ja? Ja, mach mal. Also, aber laut Radar wird mir nichts angezeigt. Ja, mir auch nicht, aber manchmal findet man was. Ich fahre mit dem Fahrstuhl hoch. Manchmal sind wir ein bisschen verbuggt oder so. In der Gegend. Oh, das wäre jetzt bitter, wenn das verbuggt ist und wir aus der Mission raus müssen. Das wäre es jetzt, ne? Das wäre richtig bitter. Ja, wir sind zu lang drin. Immer unten schauen. So, alles gut. So, ich ziehe meine Ulti noch mal ein bisschen hier.
Ist echt mau, ne? War richtig mau. Aber wir waren aber auch schon mal länger drin, also daran darf es eigentlich gar nicht liegen. Nee, daran liegt's nicht. Ah, ich hab. Nee, das ist einer von dir, oder? Das sind meine, also wenn Gegner, sie der ist nicht gebunden, aber den. Nee, der ist ja, nicht gebunden, aber den sein. Kann man auch nicht. Wenn so Stricke dran treffen. Sind, also so Striche, das nee, hier ist kein. Hier ist kein Strick dran, aber den kann man nicht. Nee, dann abschießen. Ist er nicht von mir. Meine haben alle einen Strick dran. Ja, dann kommt mal hier zum Eingang und guckt, ob ihr den abschießen könnt, weil ich kann ihn nicht abschießen. Mein Fahrstuhl ist der. Warte mal, ich hab hier irgendwas Elektrisierendes. Aha. Er ist ernsthaft verbuggt. Warte. Dashen geht auch nicht. Ey, ernsthaft? Ernsthaft bug? Das. Warte, ich komme hoch. Das ist echt Bugframe. Es ist einfach ernsthaft. Also. Ja, ist buggy, ne? Wir haben verkackt. Jetzt. Nee, warte mal, jetzt ist er runtergeflogen. Ja und? Der ist. Warte. Der hat keine Hitbox. Es gibt Befehle, die. Ich hab falsch eingegeben. Ich guck mal, ob die Gun die Hitbox findet. Nö. Die Gun schießt nicht, siehst du? Nicht. Der hat keine Hitbox. Nee, hat er nicht. Er hat überhaupt nicht keine Hitbox. Ja, deswegen. Reagiert nicht drauf. Das war ja jetzt gerade der Test mit der Sentry Gun, weil wenn die vielleicht irgendwo anders wäre, 20 Meter höher oder drunter, weißt du? Hätte die Sentry Gun noch geschossen. Warte, ich nehme jetzt nochmal. Nehmen wir nochmal so einen Moor raus. Gucken wir mal, was er macht. Na, solange der nicht abgeschossen wird, wird die Welle nicht besiegt, ne? Ja. Ja, und es gibt auch keinen Befehl, den man eingeben kann. Ich hab mir gerade alle angeguckt. Wunderbar, schön. Dann können wir die Mission abbrechen. Ach, einfach von der Karte springen. Ist auch kein Angriff da. Also schlägt durch, ne? Oh, ich habe eine Idee. Aber dann, das wäre für mich beschissen, aber für euch könnte es noch eine Rettung sein. Wenn ich rausgehe, dann habt ihr Host Migration. Und dann. Nee, wenn gehen wir alle raus. Wenn gehen wir alle raus. Nein, dann fehlt euch ja, dann habt ihr alle ja kein Loot. Ja, ist ja egal, dann haben wir Pech. Nein. Es reicht doch, wenn einer den Loot nicht hat. Ja, dann versuchen wir es halt. Oh! Die ist kaputt gegangen! Nur weil du rausgehen wolltest. Ich glaube, sie hat mein Opfer akzeptiert. Lu, sag, dass du damit irgendwas zu tun hattest. Na klar, verstehst du Sorgen schuldig? Nein, die nimmt keine. Nee, nimmt keinen Schaden. Die nimmt keinen Schaden. Ja, aber wir haben neue Gegner. Die hat eine neue Welle ist angebrochen. Die ist von alleine explodiert. Die hatte Selbstzerstörung auf einmal. Ja, die vielleicht ist das so ein Spiel, dass ich die Gegner. Nö, die ist noch da. Die steht hier noch. Nein. Aber ist eine neue Welle. Ja, ist eine neue Welle getriggert. Die ist neben mir. Ja, ist neue Welle. Und die ist noch da und du bist am Boden. Ich hab mich hier oben hingechillt, ich kann von hier aus besser schießen. Das Ding geht kaputt, ne? Ja, dann wir müssen uns beeilen jetzt. So viel bunte Farben. Ach ja schon. Okay, ist er wieder. Wieder im grünen Bereich. Dann gehen wir hier nach raus, ne? Ja, besser ist das, oder? Wenn das so rumbackt. Ja. Ja, das kann ja nur noch besser werden dann. Besser Survival. Ah, der Hund. Hoffentlich gibt's einen. Der Hund ist schon wieder gestorben. Ich hab ihn gerade aufgehoben. Was ist das denn hier für ein Gegner? Der ist so groß. Ja, was ist das hier für ein Gegner? Das hatten wir vorhin auch schon einmal. Wir machen den einfach tot hier. Ja, was war das? Der ich glaube ein, wie nennt man die? Großes. Sentient oder so. Ja. Hm. Sentinel, weiß ich nicht. Sentinel, ich weiß nicht, was ist. Ja, irgend sowas in der Art. Können wieder Gegner suchen. Nee, laber doch keinen. Natürlich. Ja, ist wieder alles leer. Hier oben ist diesmal nix. Im Krager hat doch
Ah, doch, hier, hier ist noch was. Ich hab mal gesagt, die ist hier. Hier, hier sind mehrere. Oh, die sind bei dir gebunden. Das, ja, was du gesehen hast, müssten meine gewesen sein. Ja, aber eben gerade hat es ja dann auch irgendwann die Runde gestartet, also müssen wir einfach nur abwarten. Ja. Oh, ey, das ist ja echt, ey. Da ist er, ich sehe den Gegner. Ja, da ist die Drohne, warte, kann ich die markieren? Machst du noch fertig? Hau sie! Machst sie kaputt! Ally? Warum ist sie als Ally? Oh, dann kannst du sie scannen. Oh. Also scannen kann man sie noch. Jetzt weißt du warum aber nicht kaputt. Wir die nicht kaputt kriegen, weil die als Freund eingestellt ist. Wir müssen warten, bis sie stirbt. Na toll. Toll. Ja, der hat schon fast Spieler gesagt, da hatte schon wieder jemand Finger im Arsch beim Patchen. Mhm. Hat der Stift schon gemalt und der hat abgedrückt. Ja. Ist echt so. Aber Detective Conan kennt ihr alle. Ja. Ja. Oh, da gab es aber mehrere schöne Openings und Endings. Oh ja. Das Beste ist immer noch von Traumstein, hieß es, glaube ich. Traumstein? Kenne ich nicht. Ich dachte, ihr seid alle älter als ich. Traumstein, den muss man. Den Traumstein, den muss man kennen. Kenne ich nicht. Meinst du, wann gibt er den Geist ab? Na, ja, keine Ahnung. Wir können ja. Wir überreden sie ja schon so ein bisschen. Mal, wer weiter von der Map. Wer weiter von der Map springen kann. Mit Volt Dash. Ja. Ich mach mal, warte. Oh, ja, da wirst du schon wieder zurückgeportet. Herrlich. Hallo. Ja. Oh, ich will was anderes versuchen. Ob man da oben drauf kann? Da oben, warte. Ne, geht nicht. Hier ist eine Alpha-Wand. Geht nicht. Ah, ist eine Wand. Da ist eine Wand. Und hier auf die Rohre? Ah, das geht. Oder auch nicht. Ne, hier ist ich auch noch. Ich bin auch irgendwo. Oben. Oh, hier hätte ich aufs Rohre klettern können. Dum 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 dum. Meine Energie vorbei. Nein, nein, ich war so bald. Ja, wunderbar, hör mal. Läuft das Spiel auch? Können wir wenigstens den Loot komplett einsammeln? Jetzt? Ist es gestorben? Das Ally-Ding ist weg. Bitte sag, dass es vorbei ist. Es ist vorbei, ich weiß es nicht. Ja. Ja, ja, ist vorbei. Es zählt. Was aber dann lass uns rausgehen. Ja, bitte. Oh ja, oh, und wir nehmen unbedingt das silberne Format. Das ist das wichtige Format. Ja, das machen wir. Bruder. dafür echt. Oh mein Gott, ey. Das hat sich nicht gelohnt. Auf diese Map will ich nicht nochmal gehen. War doch lustig. Ah doch, ein W3-Relikt. Ja, nur. Alter, hab ich viel Scheiße bekommen. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Perfekter Abschluss. Tschüss. Bye, bye. Ja. Perfekter Abschluss. Also, ich nehme ja noch weiter genau 35 Minuten. Auf. Nee, nehme ich nicht, ey. Es ist ja 12 Uhr. Das heißt, da macht dein PC nicht mehr mit, oder wie? Nee, ich wollte heier gehen, weil ich um 8.30 Uhr morgen aufstehen will. Ja, ich muss morgen früh auch. Ich muss Frühstück machen in der Pension. Ja, wir können auch aufhören und machen andermal weiter. Ja. Jetzt ist natürlich gerade eine Survival im Void offen, ne? Ja.
Ey, ganz ehrlich. Ist auch süß, Mann. Ich scheiß drauf. Wir machen die jetzt, oder? Einmal. Vor allem habe ich mit dir alleine geredet. Ja, also so gegen Nulle muss ich schon. Ja, egal, Schlafmangel, Bruder. Jetzt. Survival im Void, sind dabei? Hast du Axtrelikte? Ja, natürlich. Alles. Sehr gut. Eins hat er. Gönnung. Eins hat er bestimmt. Ja. Ein halbes. Im Vorfallkante. Aber lass uns mal 5 Minuten Aufnahmepause machen. Weil ich bin hier nur am Fressen. Ich habe hier überall schon Tüten rumfliegen. Ach so. Ja, dann bitte, dann mach das. Wir machen 5 Minütchen, okay? Ja. Okay, dann bis gleich. Danke. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Und weiter geht's. Wählet das Relikt. Ja. Ob du recht hast oder nicht, sagst du das Relikt. Ah. Ob du Glück hast oder nicht. Psst. Halt, ich muss da nochmal. Die Knackhörmer. Also, wir haben ja eben gelernt. Kein Relikt, wo ihr irgendwas Goldenes oder Silbernes raushaben wollt. Es kommt eh nur Bronze. Ja, es kommt eh nur Scheiße raus. Was hab ich ihn eigentlich reingetan? Ich hab schon wieder ein Radiant reingemacht, ohne Grund. Ah. Tja. Hättest du mal deine Spuren sparen sollen. Ja, genau. Ich hab auch strahlend reingetan. Sagst du, Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Ja. Und jetzt pass mal auf, kriegen wir alle ein goldenes Item, aber alle dasselbe, ja? Ja, das wäre auch richtig Verschwendung, ey. Einfach das. Ach, oh Gott, das wäre. Das ist so bitter, ne? Oh ja, was Gold ich muss Performer. Oder alle 4 Gold. Dann weißt du nicht, was du nehmen sollst. Dann hast du viel Spaß. Ja, dann ist dunkel gelaufen. Das stimmt. Einfach das ganze Glück verspielt auf einen Schlag. Ja. Also kann ich auch gerne mit dem Destiny spielen. Ja. Theoretisch? Gambit. Oh, Survival. Survival. Das heißt, erstmal das Hacken hinbekommen. Ne? Oh. Wo wollten ihr? Wollt ihr hier chillen? Wollt ihr woanders chillen? Nee, wir suchen einen schönen großen Raum. Wir gehen hier vorne. Großen mal Raum. Okay. Würde ich. Ich folge. Ja. Suchet, ich folge. Da nicht? Da nicht, okay. Nein, das ist nicht schön. Ich drück zwischendurch trotzdem mal die 2, ne? Naja, wir können dich ja nicht dran hindern. Solange du nicht die 3 drückst. Der Raum ist doch schön. Ich hätte nur Seite, ach da seid ihr. Ja. Warte, da oben ist noch eine Karte, die muss ich mir holen. Junge. Eine Pokémon-Karte. Leider nicht. Stell dir mal vor, du könntest hier statt Mods Pokémon-Karten sammeln. Oh mein Gott. Ich würde so richtig ab. Dann würde ich sie installieren. Das ist der, ja? Die bleiben wir? Können wir machen. Meinst du einmal Granaten noch? Feuer jetzt nur einmal. Ah, Phil, wusstest du, dass hier unten auch so ein Geheimraum ist? Unterm Baum? Unter dem Baum? Nee. Hier, guck. Kannst du Schränke aufmachen? Gieß. Schränke, Schränke, Schränke. Oh. Gegen die Langeweile, weißt du, kann man mal zwischendurch. Von der Gruppe distanzieren. Ja. Ja, wenn du einen Schlupper wechseln musst, kannst du hier mal reingehen. Hier gibt's aber noch einen Geheimraum. Soll ich's zeigen? Mach. Komm mal her, kommst du rein? Ah. Ja, hoppelt der Hase hier. Oh, ey, das will. Legst du dich hin, oder was? Ja. Hier, guck mal. Guck, im Hasenloch. Mhm. Was sagst du dazu? So, jetzt wollen wir alle Gegner her, dann haben wir alle auf dem Fleck, ja, kleinen Raum. Ein Schrank. Ja, eigentlich kann man sich hier vor dem Damage verstecken, wenn man so eine AOEs hat, weißt du? Mhm. Geht mal in die Katakomben mit Lemmy zusammen. Eieiei. Wer kommt mit Lemmy zusammen? Ist die Frage, wer kommt wieder raus, ne? Nein, da kommt man in die Katakomben mit Lemmy zusammen, ja. Ja.
Ja, auf jeden Fall, hör mal. Der ist der Hasenbau. Da macht sein Ohr nicht dran heute. Abgeschnitten. Ich hab einen roten Schlips bekommen, ja. Oh. Hier gibt's auch noch ein paar Schränkchen, die man aufmachen kann. Guck mal hier. Da, obwohl jetzt zwei ist, da ist so eine geheime Tür. Dahinter sind Mods. Und eigentlich muss man da so eine Trittplatte drücken, damit das aufgeht. So, wenn man Glück hat, dann geht sie auf, wenn man hier drauf geht, auf diese hier. Kannst ja mal machen, mal gucken, ob es passiert. Nein, passiert nicht. Oh doch, geht doch, auf. Doch. Aber nicht immer, also manchmal geht es nicht auf. Und da hast du Mods eigentlich immer drin. Kann sein, dass ich die aber schon genukt habe, weil... Ja, weil... Weil Baum... Ja. Es gibt hier aber noch etwas, glaube ich, in dem Raum. Warte mal, was war denn... Wo ist denn dieser Wasserfall, wo man reinspringen kann? Da waren wir letztes Mal schon drin. Nee, nicht der. Aber hier in dem Raum gibt es auch noch so, glaube ich, einen Wasserfall, wo man reinspringen kann. Ja, hier war das, glaube ich. Guck mal. Mach den Weg, Punkt. Alles gut, ich bin gerade noch woanders. Das schaue ich mir dann an. Ja. Ist gerade ein bisschen gesund. Das gibt nicht mehr. Ach. Da wird man hochgedingsbumst. Hä, lol? Seit wann? Geht nicht mehr. Das war aber nicht so, oder? Da bin ich mir nicht sicher. Das kann ich dir nicht mehr sagen. War mir ziemlich sicher, dass man da rein konnte. Ha! Hast du geschafft? Ich hab's geschafft! Er hat sich reingepackt. Aber auf jeden Fall da unten, ganz unten. Ah, ja, ach so, genau, wenn man Dings drückt, ne? So. Ja. Ja, aber hier waren wir schon drinnen gewesen. Stimmt, stimmt. Das war nur der andere Weg dahin, ne? Ja. Ja, aber. Der Hund liegt schon wieder. Aber ich finde, das macht halt Spaß, weißt du, so die Räumchen entdecken und so. Das hat mir immer Spaß gemacht, wirklich. So, hör mal, sagst du, das ist viel gechillter mit dem Damage? Und Survival? Also ich habe extra mal die Barbonico eingepackt, damit ich mal nicht allzu viel Damage auf einmal mache. Aber ich glaube, das funktioniert gerade nicht so richtig. Oh, Lift-Relikt. Oh. Yay. Abgeräumt. Können wir gleich wieder knacken gehen. Können wir gleich wieder rausgehen hier. Hä? Da hat aber jemand nicht gesammelt, hör mal. Ja. Also ich hab offen. Ich hab auch offen. Ich hab auch offen. Ich aber auch. Warum? Nee, ich kann aus. Mir hat's nicht gezählt, warum auch immer. Okay. Meine sind nicht. Keine Ahnung, was da passiert ist, okay. Keine Ahnung, ich weiß es, ich bin zwar auch, ist egal, wurscht. So, Helios. Ja, ich spreche. War eh nichts Gutes drin, also. Ja. Ein Relikt wäre das Goldene gewesen, ich sag. Genau, das, ja. Das war das, Alter, jetzt haben sie aber auf mich abgesehen. Ja, einer muss ja sterben, ne? Ja. Immer ich. Ey, der Hund, ist einer zu viel. Immer auf die Kleine und dann sollte es wachsen. Brauchen sie nicht. Warum sterben die da hinten alle, ey? Die sterben alle in dem anderen Raum schon. Hier liegt so viel rum. Das kann durch mich und auch durch dich sein, ne? Ja, ich sammle mal hier ein bisschen Zeug ein. Ja, würde ich mal sagen. Also mein Revenant geht auch durch mehr Räume durch. Ja, da muss man zwischendurch einfach mal Staubsaugen gehen, glaube ich. Ja. Mhm. Ist ja wunderbar, dass wir dann den Neckpull hier drauf haben, ne? Jawohl. Ah. Sehe ich meine Granaten nur in einen Raum verteile. Ja, aber wenn meine Fähigkeit auch so weit reicht, das weiß ich ja nicht. Das kann ja sein, dass das dann trotzdem passiert. Es kommt drauf an, ob du Ausdehnung oder sowas mit drin hast. Ja, locker.
Ja, dann weil ist klar. Ich hab die eigentlich für Onslaught gemacht, weißt du? Ja. Wenn du die Ausdehnung oder Idotent noch mit rein hast, dann hast du ja mehr Reichweite dann in dem Moment. Ja. Oha, aber das Riven Silver, ne? Das droppt grad. Mhm. Und mit dem Ressourcenbooster und dann noch mit dem Katzenwaff läuft. Ich kriege immer 4 Stück. Ja. Ich habe jetzt 12 Stück schon. Wie viel habt ihr? 4. Ja, krass, das ist schon ein Unterschied, ey. Ich hab 6. Ja. Ah, ich hab 6. Meine Katze nicht mit. Ja. Ich hab keine nicht. Katze. Ich hab Shade mal eingepackt, weil ich ein neues Bild gebastelt habe für den, zum Probieren. Bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem. Nur noch 4, ich muss unbedingt mal hoch. Ja, sammeln war ja auch noch eine Sache. Ja, sollte man zwischendurch.